Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu East Shade. Ach, an diesem wunderschönen Morgen. Ja, es ist Morgen, ich habe geschlafen, was vielleicht nicht das Geschickteste war, aber gut, egal, wir haben es getan. Was ich heute gerne mit euch erleben würde hier ist, warte mal, ich gehe mal in die Karte. Wir haben ja letztes Mal diese Seilrolle erworben und ich würde jetzt gerne tatsächlich mal zum Schattenspender gehen. Und da war ja alles Mögliche mit Seilrollen und probieren, wohin uns das trägt. Hier bei Narva haben wir auch eine Seilrolle, hier von diesem östlichen Turm, glaube ich, hinaus. Na gut, da können wir auch mal nachgucken, wohin uns das dann bringt. Das bringt uns irgendwo in die Erbsenfelder, aber nein, mal gucken. Also, Schattenspender vom mittleren Turm aus, meine ich, kommen wir da rüber, kommen wir da hoch. Und dann müssen wir uns allmählich auch mal hier unten um diese Dinger kümmern. Da ist diese Quelle, da können wir schon mal das erste Ding sammeln. Also wir haben einiges vor. Aber erst einmal gehen wir zum Schattenspender. So, wir brauchen einfach nur quer durchs Feld laufen, wenn ich das so richtig sehe. Guck mal, die stehen die ganze Zeit rum. Meine Güte, die Ärmsten, dem muss ja auch langweilig werden oder kalt. Gut, okay, wir gehen mal hier runter. Wir können natürlich durchs Unterholz gehen, klar, selbstverständlich sammeln wieder mehr alles Mögliche ein, was uns auf dem Weg begegnet. So. Ja, na gut, bleiben wir erstmal auf dem Weg. Guck mal, hier liegt schon wieder was rum. Man, gut, dass wir da sind. Wir sind hier die lokalen Förster. Räumen den Wald auf und alles mögliche andere auch. Na, komm schon. Da liegt auch so ein Zeugs herum. Klar, das nehmen wir alles mit, ne? Wer weiß, wozu es noch gut ist. Na, die nicht. Nein, keine Diesel einkaufen. Nö. So, also, da ist der große Schattenspender. Jawohl, alles klar. So, wie kommen wir da rüber? Da drüber ist das Falkenhaus. So hieß das doch, ne? Oh, hey, da steht ja jemand rum. Hallo, na ihr zwei? Was macht ihr denn hier? Moin. Oh, drei. Kleines Picknick. Alles gut? Boah, sieht so aus, die kommen klar. Das kann man nicht mitnehmen. So, ach, guck mal, ist das nicht herrlich hier. Durch dieses Getöse können wir warten. Das ist okay, das ist, oh, hier sind noch ein paar Eier, super. Okay, da drüben, lass mal gucken, dort ist der östliche Turm, ne? Genau, da müssen wir hin, weil da kommen wir rüber, irgendwas. Ah ja, da ist ja noch so eine kleine Hütte. Ja, genau, die haben wir noch nicht erkundschaftet, das machen wir jetzt mal. So, dann können wir auch mal gucken, wieso ruckelt das jetzt hier schon wieder so? Ich habe ein bisschen an den Grafikeigenschaften herumgefummelt. Offensichtlich nicht zum Besten. Aber das war beim letzten Mal ja so, schon so merkwürdig. Hm. Komisch, ich weiß nicht, was da ist. An der Grafikkarte kann es nicht liegen, weil die ist, die zeigt sich unbeeindruckt von dem, was hier passiert. Okay, ich gehe nochmal drum rum. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht, einfach um zu sehen. Ist hier noch irgendwas? Da ist das Flüsschen. Ja, ja. Da stehen wir auch schon mitten im Gebüsch. Da unten ist unser Freund mit dem Floß, was wir immer noch nicht herausgefunden haben. Da fehlte uns doch noch eine Zutat, ne? Aber wir haben ja jetzt einen Teekessel. Ich dachte mir, wenn wir... Das machen wir aber nicht jetzt, wenn wir diese Quest da lösen mit diesem komischen Turm. Siehst du, da wird das angezeigt. Ja, warte, lass erstmal erzählen. Wenn wir diese Quest da lösen mit dem Turm, wo es spuken soll. Nee, warte, den müssen wir lösen. Hä? Wo kommen wir da denn hin? Ich lasse mich schon wieder ablenken. Also, die Quest mit dem Turm lösen sollten. Dann werden wir da ein Lagerfeuer erzeugen, um halt nachts eben zu sehen, dass da tatsächlich Licht brennt.
Und dann werden wir mal versuchen, in den Teekessel die Kerzen zu schmelzen. Vielleicht reicht das Wachs als Dichtmasse. So, und los. Das ist so cool. Rosanaras Haus, okay? Das ist so blöd. Ich meine, es ist ja nichts. Oh, da kriegen wir Zeugs. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Dann habe ich möglicherweise letztes Mal ganz umsonst diese Leinwände gekauft. Egal. Einfach so, weißt du? Einfach nur so. Das ist. Ach, ich finde das so herrlich verrückt. Okay, gut, dann lass uns mal reingehen. So. Moin. Jemand zu Hause? Oh ja. Guten Tag. Du, wir leihen uns mal die Kerze aus, okay? Kriegst du auch wieder. Denke ich, hoffe ich. Ist es hier noch? Nee, da ist nichts weiter. Okay, da liegt noch was rum. Aber nicht für uns bestimmt. So. Hi. Na? Greetings, Traveler. Would you like your fortune read? Die Zukunft? Kannst du wirklich in die Zukunft sehen? Look around. You are a guest in my place of solitude and calm. Here I am uninhibited by the clutter and chatter of all those people in the city. Here my mind is free. Ah. My soul balanced. Na dann. Ja, also, boah. Och, weißt du, lass es uns ausprobieren, klar, wieso nicht? Beautiful, beautiful. Before we begin, I have one request. Okay. Ich werde keinen mysteriösen Trank schlucken. Na gut, was brauchst du? Nee, keinen Trank schlucken. Oh, wouldn't dream of it, dear. The only concoction I drink is a stiff brew of mead when a chill hits me in the dead of winter. Lecker. Okay, also, du hast dich niemals einem Traumtee hingegeben? Du trinkst Meten im Winter? Was? Hä? Was sind das hier jetzt für eine. Was? Wieso sollen sowas. Was fragen? You keep an intriguing array of acquaintances, don't you? Oh. You make me laugh, traveler. Ja. Okay, also, was brauchst du, um meine Zukunft vorauszusagen? Ja, mach mal. Tell me, what do you know of the Black Thistle of East Chained? Ohohoho. Kein Pflücken, kein Ausreißen. Ah, Ja. I see, I see. To read a proper fortune, I must have a sprig of black thistle. Will you Nee. Nein. Ich habe schon welche dabei. Ja. Ich weiß, das war. Nennen wir es einen Unfall. Aber nee, es ist für. Das ist doch garantiert eine Falle. You can pick it, child. Who's to say I didn't place those signs there so I'd never run out of thistle? Was? Hast du die Schilder? Warte mal. Hast du denn die Schilder tatsächlich aufgestellt? Not per se, but I peered into the future. One of the perks of being a seer, you know. And I can say with certainty that no one else will notice if a single sprig is taken. Sie drängt uns ja quasi dahin. Weißt du was? Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Nee, sorry. Auch nicht für die Zukunft. But you have such a lovely fortune, child. Are you certain you want to give that up? Sie drängt uns weiter. Ja, ich will keine Rolle dabei spielen, Pflanzen zu schädigen. Ich sag euch, das ist eine Falle. Not many around East Jade are as principled as you. What an impressive person you are. Freut mich, das zu hören. Danke. Was? Nee, Belohnung? Nee, Belohnung will ich nicht. Wieso das denn? Freut mich, das zu hören. Ja, danke? Fragezeichen. Nee, danke. Okay. Silly traveler,
I am but a keeper of these grounds, helping to take care of the tree and its undergrowth. I only pretend to be a fortune teller to seek out the wrongdoers. Habe ich's nicht gesagt? Habe ich's nicht gesagt? Ey, ich bin froh, dass ich im Ernst, aber du hast mich angestiftet. Ich bin froh, dass ich dir in diesem nicht geflüht. Du hast mich angestiftet. Ja, finde ich nicht so in Ordnung. I had to test the strength of your dedication. Mhm. Eine merkwürdige Art, die Pflanzen zu schützen. Ja, das finde ich allerdings auch. You have made the right choice. You gave up knowledge of your future to preserve the future of the Great Shade. If you want to help the park even more, I encourage you to collect 5 scrag weeds from the forest. Those weeds do a lot of damage to the black thistle and the great tree as well. Ach so, okay. Ja klar, darauf lasse ich mich ein. Das ist in Ordnung. Aber warte mal, haben wir die nicht schon dabei? Lass mal gucken. Schicksal, 5 Strangkräuter. Haben wir die nicht schon? Ja klar, wie verrückt. Hallo? Hallo? Wir haben schon Have mächtig aufgeräumt. Any invasive scragweeds? Aber hallo. Da kannst du ja sogar noch viel mehr haben als 5. Beautiful. Simply beautiful. Oh, I do apologize for all the trouble I gave you, traveler. Anytime you want to make East Shade more beautiful, do bring back more weeds. I'll compensate you handsomely. Du, ist kein Ding. Den Verhöker, 20 Schimmersteine, Alter. Der Verhökern jetzt, ja. Der Verhökern wir das ganze Zeug. Was machst du überhaupt damit? Ja, das ist eine gute Frage. I still like to have a few secrets of my own. Mhm, du bist ganz schön ausgefuchst. Farewell, traveler. Was? Nee, ich will den Rest noch verhökern. Do you have any weeds for me, traveler? Jo, und wie? Hier, das kannst du alles haben. Kannst du alles kriegen. So, guck mal. Oh, wir sind reich. Schließen. Jawohl. So. Okay, alles klar. Ich denke, hier sind wir dann durch, ne? So, da schließe ich jetzt auch mal nicht die Tür. Ich mag das nicht besonders, reingelegt zu werden. Okay, so runter kommen wir. Oh, naja, nehmen wir einfach das da. Es war witzig. Ich finde das voll witzig. Okay. So, super. Wir könnten jetzt natürlich zurückgehen nach Nava und uns mal diesen Dingens da, guck mal, kriegen wir schon gleich wieder was Neues, und diesen Mantel kaufen. Das wäre sicherlich für die Quest auch gar nicht so schlecht, wenn wir unten bei dem Turm warten müssen. Aber ich bin da neugierig, ich habe da noch eine andere Sache am Start. Gut, dass sie unser Inventar nicht gesehen haben, ne? Was ist hier los? Okay, folgendes. Wenn wir hier unten sind, können wir schon mal ein paar von den Elritzen angeln. Das hilft uns in der Quest weiter mit dem Großväterchen. Und ich werde gerne da oben noch sehen, wo es in die andere Richtung weitergeht. Das interessiert mich noch. Ich erinnere mich nicht irgendwo noch so ein... Warum leckt das hier so? Ich erinnere mich nicht irgendwo einen Endpunkt gesehen zu haben. So, also, hier gab es doch die Elritzen. Das sind sie doch, ne? Ja. Okay, also, Angel. Ausrüstung, Angel und... Achso, jetzt muss ich erstmal gucken, wovon haben wir da noch viel? Die Eier und die Pilze. Eier haben wir noch 9, Tintlinge. Ach, wir angeln erstmal mit den Tintlingen. So, Ausrüstung, Angel. Ja, Köder festmachen. So, nun denn. Zack. Ach, da vielleicht ein bisschen weit. Ja, aber geht auch. Jawoll. Okay, noch einen. Ich nehme mal so 5 Stück mit. Ah, oh shit, das war zu früh. Mist. So, ich nehme mal 5 Stück mit und damit angeln wir dann
hoffentlich 5 von den anderen Fischen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Das ist ja so eine Fressen- und Gefressen-Werden-Geschichte hier. Die großen Fische fressen die kleinen, nicht wahr? So, mitten rein in den Schwarm. Zack. So, habe ich jetzt genug? Zeig mal. Getränkebücher, alles. Angel, nee, wo steht das? Fische, lalala. Tintlinge. Was sind denn? Blaue Elritze. Jawohl, davon haben wir 5. Okay, das ist super, das reicht. Gut, ach so, lass uns auch mal gucken, was für Aufträge wir haben. Ein natürlicher Bogen. Ich glaube, das ist da hinten bei dem Strandabschnitt, den wir gesehen haben. Ne? Windmühle. Ja. Lehmhaus auf dem Land. Sternhöhle. Ach du liebe Zeit. Eine Sternhöhle. Die einzige Höhle, an die ich mich erinnere, ist die, wo wir den Fuchs gefangen haben. Okay. Na gut. Lehmhaus auf dem Land. Soweit ich weiß, waren die Häuser doch eher aus Stein oder aus Holz, ne? Na, müssen wir mal die Augen offen halten. So, ne? Gut, okay, ich gehe hier nochmal rein und ich würde gerne wissen... Zack. Hallo? Er lässt mich nicht? Warum nicht? Warum lässt er mich nicht rein? Hä? Na nun? Darf ich jetzt nicht mehr rein, oder was? Hä? Was ist denn da los? Na nun? Hä? Warum komme ich hier nicht mehr rein? Ich komme nicht mehr in die Tür. Bin ich zu schwer, oder was? Oder... mal hier rum. Oh, mit dem Gestrüpp im Gesicht. Okay. Runde gedreht. Ich komme hier nicht mehr rein. Ach Menno, ich hätte gerne gewusst, wo es da noch weitergeht. Ist ja blöd. Na gut, heben wir uns für später auf, dann kommen wir nochmal wieder. Okay, merkwürdiges Schicksal, bitterer Fisch. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ein verlassener Turm. Ja, wisst ihr was, dann gehen wir da jetzt halt eben hin. Ein verlassener Turm. Ja, das machen wir. Dann, oh, ach so, nee, ist die Eclipse, alles klar. So, dann gehen wir halt eben jetzt nach Süden, Richtung des Turms. Da müssten wir ja ohnehin wegen dieser Quelle, ne? Ah, da ist, ach nee, das ist nur das. Ich kann ja hier auch mal wieder durchlaufen. Wo ist das hier nochmal? Wer war das nochmal? Ich komme hier gar nicht mehr in die Türen hinein. Was ist denn da los? Hä? Okay, wisst ihr was? Ich mache mal Folgendes. Ich starte das Spiel nochmal neu. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich starte das nochmal neu und bin gleich wieder bei euch. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Okay, ich habe nochmal gestartet. Ich musste nochmal zum großen Baum zurück und... dieses Gespräch da, naja, zumindest im letzten Rest mit ihr veranstalten, habe auch nochmal die Fische geangelt und jetzt kommen wir aber auch wieder dort hinein. Gut, keine Ahnung, was da los war. Weiß der Kuckuck. Okay, da geht's zum großen Baum, aber ich würde gerne wissen, wo es hier weitergeht. Na, komme ich da jetzt ran? Jetzt komme ich da ran, okay. Wo können wir denn hin, wenn wir hier jetzt... Ach,
bei Lindo. Okay, gut, ja. Das habe ich. Habe ich das vorher schon mal gesehen? Keine Ahnung. Na gut, also wie auch immer. Wir sind ja grob wieder auf Kurs. Was ich gern machen würde, das hier ist noch nicht nachgewachsen. Ich denke, wir sollten Richtung Süden gehen. Oh, da ist noch was. Fehler. Super. Ich würde gerne dort an den Strand gehen. Ich habe auch mal ein paar Elritzen mehr gefischt. Also 5 möchte ich behalten, aber den Rest, den verhökern wir dann einfach auf dem Markt. Wir finden ja immer wieder Eier oder Pilze, sodass wir uns immer wieder neue angeln könnten. So. Ich habe keine Ahnung, wie viele man dann letztendlich dafür braucht. Also wie gut unser Glück ist, wie ausgeprägt unser Glück ist, wenn wir diesen anderen Fisch dort angeln und mit diesem anderen Fisch dann halt eben uns dem Großväterchen stellen. Da ist wieder dieses eine, da kam ich beim letzten Mal auch schon nicht ran, ne? Weiß der Kuckuck, was da los ist. Egal. So sehr kommt es nicht darauf an, wir haben bereits reichlich von diesen Dingern gesammelt. Ne? Hier liegt auch noch ein bisschen was rum. So. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass wir die dann auch nochmal verhökern können, um halt eben auf dem Markt mehr zu kaufen oder was auch immer damit zu tun. Okay, so. Da drüben sind noch 2. Zack, zack, jawohl. Und wir sammeln dieses rote Zeug ein. So, jetzt ist es natürlich noch mal, ne? Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen früh. Hier kommen wir runter zu dem Einsiedler. Noch ein bisschen früh für diese Quest. Das ist noch nicht so. Ja, dazu muss es ja irgendwo in der Nacht sein. Wir schlagen dann hier unser Zelt auf und entzünden vielleicht auch mal ein Lagerfeuer. Aber bis es soweit ist, können wir ja mal da runter gehen. Und wie komme ich denn jetzt hier hoch? So. Können wir ja dann mal da runter gehen und die heiße Quelle aufsuchen. So, nee, doch. Hä? Ist das der richtige Weg? Das kommt mir so falsch vor. Da drüben kamen wir nicht rüber, ne? Nee, das muss doch hier gewesen sein. Ich bin irritiert. Bin ich schon hier geduckt? Nee. Es war doch hier, oder? Wo dieser Typ am Strand stand? Das ist gar nicht hier. Ab durchs Gebüsch. Das ist gar nicht hier. Wo war denn das? Hä? Es muss noch weiter da drüben gewesen sein. Okay. Wie komme ich denn hier jetzt wieder hoch? Oh, hüpf, hüpf, hüpf. Da oben müssen wir hin. Oh, jetzt habe ich mich aber ein bisschen verstrickt hier. Alter. Okay. Gut, also über die Brücke. Hier ist noch was, was wir mitnehmen können. Jawohl, wie spät ist es denn? Ach, wir haben noch reichlich Zeit. Gut, dann gehen wir über die Brücke und dann nach Süden. Lass mal auf die Karte gucken. Ist das echt so? Das hier muss dann, ne? Die Steinquellküste. Ja, klar. Ach, und wir sind jetzt hier. Okay, ja, gut, alles klar. Gut, ja, mein Fehler. Hätten wir da in Lindo schon mal irgendwo irgendjemandem Tag sagen können? Hm, ich glaube nicht, ne? So, wo geht's denn hier über die Brücke? Da ist die Brücke. Alles klar. Ich weiß, es ist so. Der ein oder andere mag jetzt sagen, ey, das ist aber viel Rennerei. Ja, aber es ist auch einfach so wahnsinnig schön hier. Ach, jetzt müssen wir da ganz hinten rumlaufen. Na gut. So. Es ist jetzt doch ein bisschen ab vom Schuss. Es ist weiter, als ich gedacht habe. Lag da was? Nee.
müssten wir doch jetzt schon rüberkommen, oder? Da ist noch ein Pilz, können wir noch wieder angeln. Ja, super. Ne, wie kommen wir denn ja jetzt hin zum Strand? Da ist wir müssen um Falkenhorst. Das heißt das so, Falkenhorst herum. So, hier war das doch, ne? Hier durch. Und auf der anderen Seite wieder runter. Ja, genau so rum war das. Ja, ja, ja. Noch ein Pilz. So, hier saßen die beiden Verliebten. Und hier müsste jetzt rechts die Quelle sein. So, da laufe ich mal direkt durch. Oh je, es ist wirklich viel weiter, als ich dachte. Hier irgendwo. Oh, ab durchs hohe Gras. So, wo war denn das? Da drüben. Hier irgendwo war sie doch. Jo. Das nehmen wir auch noch mit. Da ist die Quelle, okay. So. Jetzt sollen wir hier mit dem Fläschchen eine Probe nehmen. Sitzen? Okay. So, geht mal her. Wo ist denn hier eine Ausrüstung? Leere Flasche. Ich habe das leere Fläschchen mit Wasser gefüllt. Ja, cool. So, hingesetzt haben wir uns auch. Jawohl, so machen wir diese heiße Quelle nochmal eben ein bisschen heißer. Augenblick. Okay, bin fertig. Gut. Oh, meine Güte. Ja, das tat gut. Hat keiner gesehen. Sitze ich noch? Klar. Noch ein bisschen nachdrücken. Okay. Sag mal, hier war doch... Hier müsste doch der Typ mit dem Amulett herumstehen, ne? Lass uns erstmal gucken. Leere Flasche und... Was hat andere? Wasser. Diese Tinktur. Ich würde die gerne mal ausprobieren. So. Oh, da wird alles blau. Ich würde die gerne mal ausprobieren, um diesen Typen zu helfen. Oh, wow, wie cool. Um diesem Typen zu helfen, sein Amulett zu finden. Wo auch immer das hier herumliegen mag. Ich gehe mal so ein bisschen kreuz und quer. Ist der Typ. Das ist nix. Da, guck mal. Da. Alter, du stehst schon direkt daneben. Zack, so. Amulett gefunden. Ist das das Amulett? Lass mal gucken. Ausrüstung, Bücher. Das ist tatsächlich das Amulett, ein merkwürdiger Gegenstand, den ich am Strand fand. Er ist ziemlich schwer. Okay, den werden wir auch direkt los. Ich trinke mal einen Schluck Wasser, um den Kopf frei zu bekommen. Cool, das funktioniert tatsächlich. Ist ja irre. Das ist ja irre. Okay, so, hi. Oh, you found my amulet. Ja. I thought I lost it for good. Oh. Es sah irgendwie wichtig aus. Es hatte Glück, dass ich da war. Es sah irgendwie wichtig aus. This is a key to my organization, the roots. Oh. We're committed to the proper use of dream teas. Ach. The proper use being to use them. Okay. We get our fair share of trouble from the Shez. They think tea should only be used for sacrifice. Uh-huh. That's why we have to be so careful. Ja gut, also ich finde aber nicht, dass einer von euch beiden recht... hat. So ist das sicher? Davon habe ich auf einem Steckbrief gelesen. Ja, Steckbrief. Well, yeah. The Shez are always harassing us about it. They're upset because we use the holy tea instead of leaving it to get moldy like they do.
They have plenty of their own tea to sacrifice, but they want to rescue ours specifically. Huh. You should hear the crazy plots they come up with to steal from us. Maybe don't mention any of this to them. You seem like an honest person, though. If you want to give it a try, come visit us. Our meeting place is kind of hidden away. Not everyone in Nava understands Dream Teas, you know? The door is on the outer wall of the city, facing toward the sea. Okay. Take the underground tunnel starting near the bread stand in Nava. Ah. There's a walkway that leads right to the entrance. These amulets are a ticket inside, but you just tell the person behind the door that the password is Dreamland, and I'll make sure you get in. Okay. I'll see you there sometime. Thanks again for finding my amulet. Ja, super. Ja, gerne. Das ist ja cool. Da waren wir ja sowieso noch nicht, ne? Hätten wir ja ohnehin noch, noch erforschen müssen. Okay. Ja, das ist cool. Ja, haben wir das auch. Und wir haben das Zeug mal ausprobiert. Haben wir das jetzt eigentlich noch? Ja, tatsächlich. Die Tinktur haben wir noch. Okay. Oh, meine Güte. Gut. Was noch? Ja, genau. Wir haben noch genug Zeit, dass wir auch mal auf diesen Turm gehen können und gucken können, wohin es uns dort trägt. Also ich erwarte da jetzt nichts Aufregendes, weil es ist halt, naja, in den Gärten. Okay. So, hallo. Ja, hier kommen wir in die Erbsengedingse. So. Gut. Ein schneller Weg nach Nava. Okay, wisst ihr was? Ich mache mal Folgendes. Ich sehe mich hier ein bisschen um und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und besorgen uns einen Mantel und setzen uns mal bei dem Turm. Ja, verbringen da mal die Nacht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.